лестница закрылась. Так, ну что ж, Институт Белрад. Институт Белрад. Вот мы приготовили презентацию на немецкий язык, ее перевели. Wir haben speziell eine Präsentation gemacht, alles auf Deutsch. Also die Präsentation auf Deutsch. Обычно мы показываем ее нашим гостям, потому что она дает представление немножко о том, как создавался институт и чем мы занимаемся. Also, ich meine, nicht speziell für uns, aber wurde speziell für die deutsche Seite, also für die Besucher auf Deutsch gemacht. Damit kann man schon mit dieser Präsentation eine Vorstellung bekommen, was wir machen und wie das Institut gegründet worden ist. Это вот фотографии чернобыльские. Das ist die Fotos von Tschernobyl. На днях уже будет 26 лет, как это все произошло. Bald wird 26 Jahre alt. Ja, mit diesem tragischen Teil. Kannst du ruhig lauter reden, weil die Kamera schafft das jetzt nicht. Ja? Achso, ich dachte einfach für dich, damit ich Englisch höre. Okay. Это вот так распространялось. Облако чернобыльское. Das ist diese Welle. Die Wolke, ja. Und die Wolke, nicht die Welle. Die Wolke, ja. Aber sie sich verbreitet hat. Er bezieht sich auf IRSN Frankreich. Auf die Messdaten von Frankreich, IRSN, habe ich gerade gesehen, IRSN. Это связано с Францией, IRSN, какие-то данные, или... Das waren gerade die Daten von IRSN, unten links stand... То есть, скажем так, данные какой-то организации из Франции, или это... Нет, Франция никакого отношения не имеет. Он там что-то просто заметил, какие-то такие... Nein, sagt er, das hat mit Frankreich nicht... Ну и вот на этой карте видно, что, несмотря на то, что Чернобыль находится на Украине, затронул он и Россию, и Украину, и Белоруссию, и Финляндию, и Швецию, Норвегию, Францию, Германию и даже Грецию. Da kann man sehen, auf dieser Karte, Tschernobyl befindet sich in der Ukraine, aber diese Folgen von der Katastrophe sieht man hier nicht nur in der Ukraine oder Weißrussland, sondern Russland und Schweden und Finnland und Griechenland und sogar gibt es auch Flecken in Deutschland. Это карта загрязнения Беларуси по состоянию на 2004 год. Das ist die Karte der Verschmutzung Weißrusslands, aber aus dem Jahr 2004. Наиболее пострадала Гомельская область. Гомельгебiet ist natürlich besonders betroffen. В меньшей степени Брестская. Weniger Брестское Gebiet. Ну, довольно серьезно Могилевская область. Auch relativ stark auch Могилевgebiet. Но пятна загрязнения есть и в Минской области. Wohl die Flecken der Verschmutzung gibt's auch in Minsker Gebiet. Институт наш был создан в 90-м году, его создателем был профессор Василий Нестеренко. Der Institut, also Institut wurde von Nestorenko gegründet im Jahr 1995. Это люди, которые помогали создавать институт. Академик Сахаров, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и белорусский писатель Олесь Адамович. Und da sind die Männer, die auch geholfen haben bei der Gründung des Instituts, und zwar Akademiker Sacharow oder der Schachweltmeister Karpov und Alice Adamovic, das ist ein Schriftsteller in Weißrussland. Но причиной создания института, на мой взгляд, были три. Значит, первая причина – это та, что профессор Нестеренко после Чернобыля пришел к выводу, что человечество еще не готово к использованию ядерной энергии. Und sagt, seiner Meinung nach gibt es drei Ursachen, warum dieses Institut gegründet worden ist. Der erste Grund ist, dass Nestorenko, der Gründer des Instituts, ist zu der Meinung gekommen, dass die Menschheit noch nicht bereit ist, diese Atomkraftenergie zu benutzen. Вторая причина – это то, что в те времена после Чернобыля в Белоруссии просто катастрофически не хватало радиометрических и дозиметрических приборов. Der zweite Grund ist, damals in Weißrussland gab es fast keine Geräte, mit denen man messen konnte, diese Radioaktivität im Körper des Menschen oder in der Natur. А третья причина – это то, что сельское население этих чернобыльских районов оказалось как бы вне системы радиационной защиты. Потому что вот радиологические службы были в сельском хозяйстве созданы, в лесном, в промышленности и так далее. А вот само население с их частным сектором, с их хозяйствами оказались практически никому не нужны и беззащитны.
Zeitplan jetzt. Ne? Und noch ein Grund, sagt ihr, dass wenn es schon sozusagen Geräte gab oder das Programm der Unterstützung der Bevölkerung, dann, wenn schon, dann wurde das Programm mehr auf Betriebe gerichtet, auf ja, irgendwelche Organisationen, die mit zum Beispiel mit Licht, mit Milch zu tun hatten, Landwirtschaft oder so. Aber einzige, also Familien, Häuser, ja, die Bevölkerung eigentlich so, sozusagen die Bevölkerung, die mit der Landwirtschaft oder mit den Organisationen nicht verbunden war, die war irgendwie dann, diese Schicht wurde nicht geholfen und es fehlte eigentlich diese Hilfe. Вот еще в 2009 году мне приходилось слышать от наших коллег, в том числе и в Германии, о том, что интерес к Чернобылю падает. Und bis auf Jahr 2009 hatte er auch von deutschen Kollegen Folgendes, dass eigentlich dieses Interesse an Tschernobyl immer weniger wird, dass man sich für diese Tragödie nicht mehr interessiert. В 2011 году он неимоверно возрос. Aber 2011 ist das Interesse dann unglaublich stark gestiegen. На мой взгляд, причин здесь тоже три. Auch hier gibt es drei Gründe dazu. Первое это, конечно, Фукусима. Klar, der erste Grund ist Fukushima. Второе это 25 лет, четверть века после Чернобыля, это время, когда можно подвести итоги, сделать какие-то выводы, прогнозы. Der zweite Grund ist 25 Jahre alt nach Tschernobyl, das ist schon eine Zeit, wo man irgendwelche Resultate gibt oder man kann einfach etwas, eine Prognose machen für die Zukunft und einfach sagen, was für diese 25 Jahre gemacht worden ist und wie entwickeln sich, wie hat sich diese Situation entwickelt. Dritte, это, на мой взгляд, возникло уже настало время, когда человеку нужно подумать о будущем ядерной энергетики вообще. Und der dritte Grund ist wahrscheinlich, es ist jetzt die Zeit gekommen, in dem der Mensch muss an die Zukunft der Atomkraftenergie überhaupt denken, aber global überlegen. Вот подводя итоги после Чернобыля, можно подумать, вот чему мы научились за 25 лет, ну вот почти за 26 лет, чему мы научились, какие извлекли уроки. Она sagt, dann kann man natürlich jetzt nach 25 Jahren irgendwie versuchen zu klären, was wir eigentlich gelernt haben innerhalb dieser Zeit. Gibt es irgendwelche Ergebnisse? Kann man sagen, dass wir das irgendwie unser Wissen verbessert haben in Bezug auf diese Radioaktivität und Katastrophen? Und Fukushima hat bewiesen, dass wir eigentlich nichts gelernt haben. Mhm. Ja. Например, мне когда-то казалось, что последствия Чернобыля не были бы такими тяжелыми, если бы не существовавший тогда политический строй СССР. Er denkt, beziehungsweise er dachte früher, dass die Folgen der Tschernobyl-Katastrophe nicht so schlecht wären, wenn zu dem Zeitpunkt 1996 nicht dieses politische Regime in der Sowjetunion existierte. Meint er das bezogen auf die Architektur des Reaktors oder bezogen auf die Informierung der Bevölkerung und die Schutzmaßnahmen? Mhm. Сейчас вот это вы сказали в отношении того, как был построен сам реактор, или того, что не была дана информация населению, не проинформирована. Дальше, наверное, понятно. Теперь берем Японию. Совершенно другой политический строй, другая экономика, географическое положение, традиции, все абсолютно другое. Beantwortet deine Fragen infolge seiner Rede. Ja? Er sagt, jetzt nehmen wir Japan. Mhm. Politische Sinn ist anders, geografische Lage ist anders, die Zeit absolut anders. Mhm. Aber die Fehler sind aber dieselben. Ja. Попытки скрыть информацию, нежелание допускать иностранных специалистов на аварийный объект, дезинформация населения, все то же самое. Сплошной обман. Дезинформация der Bevölkerung, der Versuch, irgendwie die Folgen zu verheimlichen und auch die Ausländer wurden auch nicht, es wurde ihnen nicht erlaubt, irgendwie dieses Territorium, diesen Ort zu besuchen. Даже это
похоже внешне. У нас в 86 году в начале мая министр, не помню чего, или здравоохранения, или что-то, показывал вот рыба из Припяти, ее можно спокойно есть. Это есть, ее нельзя. То же самое в Японии, какой-то министр ходил по рынку, съел клубничку и говорит, видите, ничего страшного. Er sagt sogar, einfach äußerlich sieht man das an zwei Beispielen. Er sagt damals, 96, ein Minister, wahrscheinlich Gesundheitsminister, kann ich jetzt nicht sagen, zeigte ganz normal eine Art, also ein Bild mit dem Fisch aus Pripyat und sagte, ja, Fisch sieht gut aus, können wir essen. Und dasselbe war in Japan, in dem auch ein Minister auf dem Markt war, irgendwo nicht weit von diesem Reaktor, indem er eine Erdbeere gegessen hat und sagte, sehen Sie, das kann man essen. Ja. Ну и получается, что вот этими шагами власти, они добиваются только того, что они теряют доверие у населения. Потому что недостаток информации или искаженная информация порождает какие-то слухи, домыслы, и доверие правительства, ну не правительства, а эти энергетические компании, они утрачивают, люди им не верят. Und mit dieser Desinformation oder mit dem Fehlen der Informationen wird nur eines erreicht, dass die Bevölkerung eigentlich an die Politik, an die Regierung nicht mehr glaubt. Weil da entstehen irgendwelche Gerüchte oder man denkt einfach was aus, aber keiner weiß, was richtig passiert ist. Und deswegen dieses Vertrauen an die Regierung auch sinkt. Und wenn man Vertrauen einmal verliert, dann ist es natürlich sehr schwer, wieder dieses Vertrauen zu installieren, sodass die Menschen, die Bevölkerung wieder an den Staat glaubt. Теперь давайте вкратце пробежимся по основным направлениям деятельности института. Gehen wir weiter ein bisschen in die Richtung, was Institut macht. Sehr gerne.